Hallo, mein Name ist Katja Forsanagel und ich möchte was über das schamanische Bewusstsein erzählen. Ja, mein schamanischer Weg, der geht schon recht lange und jeder, der auf meiner Website war, www.faunam-spirit.de, der kann lesen, wie ich zu meinem schamanischen Weg gekommen bin. Das schamanische Bewusstsein ist ein Bewusstsein der neuen Zeit. Nichts, was einzeln irgendwie obliegt und wo nur Einzelne fähig dazu sind, sondern jeder von uns kommt früher oder später zu dem schamanischen Bewusstsein. Es ist meiner Meinung nach ein Evolutionsschritt, dorthin zu gelangen. Ein Bewusstsein, wo man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, mit dem ganzen Sein wieder spürt, dass alles lebendig ist. Nicht nur die Dinge, die ja, wir organisch lebendig sehen, die uns so ähnlich sind wie die Tiere, die Pflanzen, sondern eben auch Stoffe, die niedriger oder dichter, dichter ist besser ausgedrückt als niedriger, denn das wäre eine Beurteilung, die dichter schwingen wie Steine und andere, jegliche Materie. Alles hat ein Bewusstsein und das ist, wenn man das wirklich mit allem Sein gefühlt, verstanden hat, dann ist das ein Schritt in ein Erleben der neuen Zeit, weil dann kommunizierst du anders mit den Dingen. Es gibt nichts Totes und nichts, was du tust, ist unwichtig. Jede Handlung bewirkt sehr, sehr viel. Und das schamanische Bewusstsein beinhaltet eben auch, dass durch dieses ganzheitliche Fühlen und Denken die Liebe wächst, die Liebe zu dem Planeten, die Liebe vor allem zu dir selbst, weil du dadurch ganz viele Prozesse gehst. Du räumst in deinem inneren Keller quasi auf mit einer ganz angenehmen Art und Weise. Natürlich kann das auch hier und da mal anstrengend sein. Jeder, der renoviert hat oder irgendwie einen Keller aufgeräumt hat, schon mal der im physischen Sinne, der weiß, das kann anstrengend sein und dabei kann man sich auch mal irgendwie an der Hauswand schrammen. Und so ist es eben auch bei dem Aufräumen des eigenen psychischen Kellers, wo man Dinge verdrängt hat, die eben irgendwann gesehen werden müssen, damit man weitergehen kann, sich weiterentwickeln kann, die sonst wie eine Blockade vor der Weiterentwicklung eben liegen. Aber dazu gibt es auch noch mal weitere Videos, wie wir an diese Blockaden dran können. Das schamanische Bewusstsein knüpft nicht an das etymologische Schamanentum mit einer schamanischen Kultur. Denn wir leben in einer Zeit, wo sich eine schamanische Kultur erst wieder neu entwickeln darf. Wir dürfen uns wieder daran erinnern, was das ist. Und wie man das leben kann in der Neuzeit, so dass es für einen selbst und für das Umfeld eben Sinn macht. Und die Kollegen, die schamanisch arbeiten, so wie ich, wir sind sozusagen Leute, die andere Menschen, vor allem in erster Linie zuerst mal sich selbst und danach andere Menschen daran erinnern, wie das geht oder wie das gehen kann. Und wir lernen dann gemeinsam, es zu verfeinern und in die neue Zeit zu bringen, so dass wir wieder ein Wir wirklich spüren und dass es wieder Spaß macht, artgerecht als Mensch zu leben. Und da ist das Schamantum echt ein sehr, sehr tolles, großes Werkzeug dafür. So viel zum schamanischen Bewusstsein. Für mich ist es so selbstverständlich, dass ich es noch gar nicht angeführt habe, aber zum schamanischen Bewusstsein gehört natürlich auch, dass man nicht nur das, was man mit dem bloßen Auge sehen kann, für wahr annimmt, sondern auch die Dinge, die über dieses Sinnesorgan des Sehens und des Fühlens hier hinausgeht in die Feinstofflichkeit. Also das, was jetzt die Quantenphysik auch schon mehr oder weniger bewiesen hat,
dass es sehr, sehr viel mehr gibt als nur das, was wir mit unseren paar physischen Sinnen wahrnehmen können, hat man in dem Schamanentum seit Anbeginn gelebt. Es geht darum, das Bewusstsein zu erweitern und diese feinstofflichen Aspekte zu sehen. Dazu gehören eben auch Wesenheiten, die wir mit den bloßen Augen nicht wahrnehmen können.